Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Seleukiden und der Challenge, wo ich nur Fernkämpfer haben darf. Das ist gelogen. Ich hab nämlich gerade im Kopf überlegt, wo ich meine Fernkämpfer hin tun soll. Deswegen kam gerade Fernkämpfer raus. Nein, es ist die Challenge, dass ich nur... Alter, ich hab drei Pikiniere. Wie will er denn gewinnen? Genau, ich darf nur Kavallerie... Ich fange nochmal an, oder? Hallo und herzlich willkommen. Nein, Spaß. Also, ich darf nämlich nur Tiere bauen. Also Kavallerie, Elefanten, Streitwagen, Hunde und sowas. Kriegshunde. Genau, das darf ich bauen. Und alles andere darf ich, wie gesagt, nicht bauen. Und, Elefanten! Ich schwör, das sind Elefanten! So. Dann wollen wir mal schauen. Eure Befehle, mein Herr! Wir erwarten eure Befehle! Alle unsere Siegeswillig Zeus und Ares mit einem... Das ist echt interessant. Unsere Verteidigung danken! Doch auch wir Sterblichen müssen unseren Beitrag leisten! Kämpfe mit Ehre und alles wird gut! Nahkampf, Infanterie! Komm mit die Geschwindigkeit! Warte, ich muss mal... Ich muss mich ganz sanft hinstellen. Da sind ja schon Kavalleristen. Ist gut. Alle Kanne rein. So, volle Kanne rein. Okay, ich warte auf jeden Fall, bis er vollständig drin ist und dann gehe ich mit den Elefanten von hinten rein und zerstöre den total. Komplett. Bitte schießen. Männer wanken. Wie lauten eure Befehle? Ja, Befehle lauten stehen bleiben und schießen. An sich reicht es, glaube ich, schon. Unser General wird angegriffen. Ah, das ist geil. Also die machen schon ein bisschen Trouble jetzt. Also die könnten Trouble machen. Es sei denn, sie greifen jetzt voll der Kanne an. Alter. Ja, okay, Meda-Kavallerie haben die halt auch. Mal ein bisschen schneller hier. So, gut. Na los. Aufstellen. Aufstellen und hier rein und mit Trampeln. Der feindliche General ist tot.
Alter, und jetzt droppen halt alle. Aber, also, das kann ich sehr gut verstehen. Wenn man so eng so mitten in der Schlacht ist, ne? Da vorne ist ja schon ein Hügel voller Leichen und hinten kommen halt so fette Elefanten. Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist halt, ja. Das kann man eigentlich nicht gewinnen. Jetzt ist halt noch die Frage mit dem Bogenschützen. Ist halt ein bisschen blöd, dass das ein General ist, den ich ja eigentlich nicht pushen will. Weil das halt ein feindlicher General ist. Na gut, dann geht mal zurück. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Mach mal das hier aus. So, sehr schön. Dann hier bitte auch. Tja, jetzt bist du am Arsch. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So, jetzt ist es vorbei. Gut, das war doch was. 845. Ja. Leider ein feindlicher General. Oh. Ich habe den eigentlich jetzt hereingetan, weil ich befürchtet habe, dass er die, also dass er damit gewinnen kann, vor allen Dingen mit den Fernkämpfern. Aber die hat er ja nicht ganz so clever eingesetzt. Deswegen, ja, blöd. Erlass erteilt und Quartiermeisterberichte. Das ist beides wunderbar. Ich warte mal noch eine Runde. Was hat er denn hier? Ach, das weiß ich gar nicht. Niemand vermag mich aufzuhalten. Yeah, Attentat, yes. Das ist immer so blöd. Die werden total alt. Oder die sind total alt, bevor sie überhaupt anfangen können zu töten. Ich könnte eigentlich hier mal anfangen auszutauschen. Also ich habe 2 Elefanten schon.
Warte mal, nee, das mache ich noch nicht, weil in der baut gerade, deswegen. Ich schau mal, ob. Okay, ich könnte nur noch einen bauen. Dann mache ich den mal weg. Und hol mir stattdessen einen Elefant. Und nächste Runde. Gut, nächste Runde können wir schon ein bisschen aggressiver reingehen. Nächste Runde werden wir Galatien rausschmeißen. Weil die Paz-Situation, die bringt niemand was. Jetzt weiß ich wenigstens, was er hat. Warte. Der hat 2, 4, 6, 7 Plänkler. Das ist natürlich mega nice. Ihr habt 2 Elefanten. Also 2 Elefanten können es mit denen aufnehmen. Aber also kommt drauf an, ob er Brandpfeile nimmt oder nicht. Ich gehe mal einmal zurück. Okay. Das Blöde ist halt, dass er mich jetzt hier aufgehalten hat. Mit bauen. Das ist mega nervig. Oh nein, ich bin so ein Idiot. Oh, ich habe das in Tyros. Oh, Tobi. In Tyros habe ich ja. Das habe ich letzte Runde jetzt gemacht. Hatte ich. So ein Wachstumsbonus. Und ja, ich habe den vorletztes Mal eben übrig gelassen, damit ich hier früher den Bevölkerungsüberschuss bekomme. Ach, dammit. Warte da. Okay, ich mache das einfach jetzt so. Jetzt schauen wir mal. 3 Elefanten. Ein Elefant pro Seite. Könnte passen. Könnte ausreichend sein. Gut, ich würde sagen, der Hauptangriff kommt von vorne. Einmal hier, einmal da, einmal da. Eure Befehle? Die tue ich mal nach hier und dafür. Da. Okay, also. Wir wollen den Göttern danken für die Gelegenheit, die vor uns liegt. Okay. Jetzt muss ich ja nur schauen, welche. Die haben Brand. Und die gehen hier ganz normal hin.
Die gehen hier hin. Die fangen schon an zu schießen. Zu euren Diensten. Gut. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Okay, das ist gut. Die Mauern sind durchbrochen. Ah, die noch nicht, aber die. Unser General wird angegriffen. Hügel, Männer, bitte hier. Die Mauern sind durchbrochen. Schneidet sie in Stücke. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Oh nein. Kriegselefanten! Hügelmänner! Die Kämpfer! Wieso haben die aufgehört anzugreifen? Wir haben einen Turm eingenommen. Ist gut. Nein, komm nicht her. Ich erwarte eure Befehle. Schnell! Schneidet sie in Stücke! Mit ihr kommen sie! Ich bin der Troll! Mit Zug! Ah, die Elefanten sind fast tot, ne? Und nur fast. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ah,
Ah gut, der gehört wieder mir. Bitte rausgehen. Das verstehen wir. Das ist gut. Zerstört sie! Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ah, die hätte ich ja gerade wegschicken sollen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Hä? Egal. Gut. Alter, 700. Die Elefanten sind halt schon krass. Also das Ganze ohne Elefanten. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber Elefanten sind ja auch Tiere. Sehr schön. Der kommt auf jeden Fall als nächstes, aber das ist easy. Ich will mal kurz Diplomatie durchgehen. Minus 9. 11. Eine flatternde Zunge, die ohne Wasch. Ich bin sicher, eure Waren finden irgendwo Verwendung. Minus 3. Minus 4. Rom ist neutral, aber das, ja. Handel mit denen ist eigentlich relativ schwer am Anfang. So. Ich habe Ares ein Opfer gebracht in der Hoffnung auf einen kurzen Krieg, obgleich ich mich danach sehne, euch leiden zu sehen. Ja, warum denn? Alter, habt ihr die... Ja, kämpfen wir, das ist easy. Habt ihr gerade die ganzen Fraktionen gesehen, mit denen wir im Krieg stehen? Das ist ein bisschen heftig. So, gleiche Aufstellung. Gleiches Ergebnis. Hoffen wir mal. Ich gehe mal dieses Mal mit Pikinieren hier hin. Weil dann kann ich mit allen anderen hier hingehen. Es war nicht wirklich viel, aber es ist ein bisschen was. Habe ich Pikinier verlangsamen? Ja. Und das ist gut, dass ich jetzt das getauscht habe, weil sein General ist hier. Habe ich natürlich gesehen. Er geht auf jeden Fall wieder sehr schön mit allen hier rein. Also der kleine Schlenker ist ja egal. Der könnte auch nach hier gehen. Das war nicht ganz so schön. Warum macht er das? Ich habe 133. Ich habe 133. Und ich will sein
Ja, hat halt niemand von meinen gerade getötet. Hier macht er ziemlich Trouble Bubble. Ein bisschen schlecht. Das heißt, ich gehe jetzt schon mal mit meinen Elefanten vor. Auch wenn die hier noch nicht so gepresst sind. Aber hier habe ich schon sehr viel verloren. Das heißt, eine Stammeskrieger machen schon Schaden. So, ich warte noch ein bisschen, bis alle in Position sind. Oder let's go. Und jetzt pressen die hier rein und dann bitte trampeln. Unser General wird angegriffen. Ja. Die Schlacht wendet sich zu unserem Boss. Ich habe hier gerade sauber gemacht, ne? Von der anderen Schlacht. Ich gehe mal komplett weg. Was? Nein. Oh Gott. Jetzt haben die Bogenschützen, die Fernkämpfer angefangen, auf die Elefanten zu schießen. Das schaut mal. Viel zu übertrieben. Ja. 1352. Alter. Das gleich mal auf Silber 1 gestiegen. Passt. Ah, ich hätte wirklich einen General von mir nehmen sollen. Aber ja, also ohne die Elefanten hätte ich sogar auch geschafft dieses Mal. Weil ich hatte halt drei, oder ich hab da. Sehr schön, ihr könnt gehen, ist geworden. Ich hab da drei Beginiere drin. Beginierseinheiten. Das ist halt krass. Das ist halt wirklich krass. Ich warte auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich erwarte eure Befehle. Unser Fortschritt wurde aufgehalten. Sorry.
hier mal hier hin. Ja, ich will das ein bisschen heraufbeschwören, dass er mich dann da angreift. Gut, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr Fragen habt oder mir auch mal live zuschauen wollt, ich streame jeden Montag und Freitag ab 5 Uhr. Und montags machen wir eigentlich fast immer Rome to the War oder andere Strategiespiele. Und falls euch das interessiert, gerne mal zuschauen. Bis dann, bye bye.